Schade, heute hat es leider nicht gereicht zum Heimsieg gegen Veszprém. Trotzdem haben wir natürlich heute den Spieler des Tages bei uns im Tor. Starke Leistung von unserer 12, Andreas! Palle, im Hinspiel in Veszprém habt ihr die Mannschaft noch geschlagen. Heute hat es nicht ganz gereicht. Wo war der Unterschied zwischen den beiden Spielen? Ja, erstmal, ja, ich mag ihn nicht zu meckern, aber wir haben ja vor 2 Tagen ein sauhartes Spiel in Flensburg abgeliefert, wo wir auch leider ein negatives Ergebnis mit nach Hause genommen haben. Wir haben versucht, uns richtig gut zu vorbereiten und mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen. Aber ich muss sagen, heute hat Roland Mikler überragend gehalten. Falls es an unserem Fokus dran ein bisschen lag, kann sein. Aber man muss auch zugeben, dass er richtig, richtig viele Bälle heute gehalten hat. Und wir haben aber bis 60 Minuten voll gekämpft, alles gegeben. Das sieht nicht top aus momentan auf der Platte, aber wir geben alles und versuchen dann viel stärker zurückzukommen zum nächsten Spiel. Braucht ihr momentan vielleicht einfach auch mal ein richtiges Erfolgserlebnis, um so ein bisschen auch mental wieder auf die Spur zu kommen? Nein, das geht nicht um Erfolgserlebnis. Also das geht um hartes Arbeit, unsere Handball zu finden. Und ja, jeder muss einfach einen Tick mehr bringen und so ist das. Das ist halt eine schwere Phase. Die ganze Saison war so ein bisschen eine Achterbahn, muss man ganz ehrlich sagen. Wir spielen echt top, aber dann haben wir Momente in den Spielen, wo es nicht so gut läuft. Das müssen wir schnell verändern, aber glaub mir, wir arbeiten sehr hart daran. Dankeschön. Unser Spieler des Tages heute. Danke, Palle.